Herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei der Aktionär TV. Wir schauen mal wieder auf die Welt der Megatrends und dazu begrüße ich Trendfolger Michael Proffe. Ja, Herr Proffe, Sie haben uns heute zwei Aktien aus dem Gesundheitssektor mitgebracht, in weiter der Bereich für Sie als Trendfolger an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren. Ja, dazu muss man sagen, in der Trendfolge ist Angst natürlich ein ganz schlechter Ratgeber, weil wenn man sich die übergeordneten Trends dieser Welt anschaut, dann findet man einen Gesundheitstrend. Und da kann jeder ja was mit anfangen, weil uns allen ist die Gesundheit ja wichtig und ganz besonders in dem Bereich, wo wir das gerade jetzt in den letzten zwei Jahren mit Corona gesehen haben, ist es extrem wichtig. Unsere Gesundheit hat den größten Stellenwert eigentlich, wenn man in der Gesellschaft nachfragt. Und davon profitieren natürlich auch die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, zum Beispiel die großen Krankenversicherer. In den USA die großen Krankenversicherer, das sind Aktienunternehmen, da kann sich ein Anleger daran beteiligen. Und diese Unternehmen arbeiten natürlich an der Zukunft ständig weiter. Das heißt, ja, es gibt Krisen auf der Welt etc., aber da sitzen dann ganz fitte Manager, die natürlich Lösungen suchen. Wie kommt man da voran? Und wie gesagt, eines der größten übergeordneten Trends auf dieser Welt, das ist unsere Gesundheit. Und dafür geben wir eine ganze Menge Geld aus und wir werden auch in Zukunft weiter wahnsinnig viel Geld ausgeben. Und solche großen Unternehmen wie in den USA, eine United Health zum Beispiel, wenn wir uns den Aktienchart über die letzten 20 Jahre einmal anschauen, dann sehen wir diese Entwicklung, die wir alle durch unser Gesundheitsbedürfnis vorantreiben. Sie haben United Health schon angesprochen. Der Konzern hat erst in dieser Woche mit einer Übernahme für Schlagzeilen gesorgt. Die LHC Group wird für rund 6 Milliarden Dollar übernommen. Das nächste Puzzlestück, um ein Megatrend zu bleiben. Ja, definitiv. Wie gesagt, der Gesundheitsmarkt in den USA ist auch ein privater Gesundheitsmarkt. Da gibt es viele Unternehmen wie United Health. United Health ist einer der ganz großen da und die entwickeln sich auch weiter. Und jetzt mache ich mal einen ganz großen Sprung in die Zukunft. Hier sehen wir die Entwicklung über die letzten 20 Jahre. Wir sehen, dass die Finanzkrise die Aktienkurs natürlich auch gelitten hat. Hat natürlich mit dem Gesundheitsbereich nichts zu tun. Hat sich auch ziemlich schnell wieder erholt und es geht von links unten nach rechts oben eigentlich immer weiter aufwärts und so wird es auch natürlich definitiv in den nächsten Jahren weitergehen, weil der Gesundheitsbereich, besonders in den USA, wird weiter ausgebaut, die Margen sind sehr hoch und da muss man wissen, das ist nicht nur ein Krankenversicherer, der Krankenversicherer sitzt auch auf einem gigantischen Datensatz, der hat Daten von Patienten, von über 100 Millionen Patienten und durch die Entwicklungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der technologischen Entwicklung, wie man Daten auswerten kann, machen die Riesensprünge. Das heißt, mit der Auswertung dieser Daten kann man immer effizienter Analysen machen und kann für die Patienten immer bessere Strategien entwickeln, bessere Anpassung von Medikationen etc. Und das ist ein goldener Schatz, den nicht nur das Unternehmen hat, den auch an viele, viele andere Unternehmen gerne ran möchten, wie zum Beispiel eine Apple. Und das ist ein spannendes Jahrzehnt, wenn dieser Schatz so richtig gehoben wird für die Patienten, dass die Patienten eine noch bessere Analyse bekommen und auch noch eine bessere Begleitung. Deswegen das Potenzial dieses Trends, dieses Megatrends übers laufende Jahrzehnt ist eigentlich wesentlich dynamischer, als wir es bisher gesehen haben. Ja, und Sie sehen ja auch für die Aktienaufsicht der nächsten 24 Monate ein Potenzial zwischen 60% und 80%. Was macht Sie jetzt genauso optimistisch? Ja, da schauen wir mal am besten auf den Chartbild der letzten zwei Jahre. Da kann man das eigentlich daraus erkennen, dass die Krisen dieser Welt uns in das Bewusstsein immer wieder aktivieren, wie wichtig doch unsere Gesundheit ist und wie wichtig Gesundheitssysteme sind und Krankenversicherer sind. Wir sehen da auf der linken Seite den Einbruch, als vor zwei Jahren Corona begann. Das ging kurz runter und wieder rauf. Und seitdem steigt die Aktie kontinuierlich. Und an den Börsen sehen wir seit Anfang des Jahres fallende Kurse. Das sehen wir bei diesem Wert nicht, weil das ist einfach ein übergeordneter Trend. Die Gesundheit der Menschheit ist wesentlich wichtiger als die derzeit aktuellen Probleme, die es auf der Welt gibt, wo die Leute Angst vor den aktuellen Problemen haben. Die größte Angst, die wir eigentlich haben müssen auf dieser Welt, ist unsere Umwelt und unsere Gesundheit. Alles andere, ja, da gibt es die temporären Ängste, aber so Großunternehmen und strategische Denker, die arbeiten weiter damit, weil die Welt dreht sich ja weiter. Und dementsprechend wird dieser Aktienkurs bei United Health auch in den nächsten 12 bis 24 Monaten kontinuierlich steigen. Ich erwarte hier in den nächsten 24 Monaten eine Kurssteigerung zwischen 60% und 80%. Aber die Aktie habe ich bereits seit vielen, vielen Jahren in meinen Börsendiensten. Die werden auch in viele, viele Jahre noch da drinnen bleiben, weil das ist ein übergeordneter Trend. Wie gesagt, es ist unsere Gesundheit und die ist uns extrem wichtig. Deswegen wird dieser Aktienkurs kontinuierlich weiter steigen. Dann kommen wir mal zum nächsten Megatrend, nämlich Thermo Fisher. Warum zählt Thermo Fisher zu den großen Gesundheitskonzernen in den USA? Was ist das Erfolgsgeheimnis?
Naja, das ist auch wieder die Geschichte, wer sich mit seinem Unternehmen so nicht so richtig auskennt. Die Corona-Krise hat das gezeigt, wie schnell man Analyse-Tools herstellen musste, wie schnell man Produkte herstellen musste, damit zum Beispiel die einfache Ampulle zu den Ärzten kam, zu den Testzentren etc. Und Thermo Fisher gehört zu den ganz Großen auf dieser Welt, die sind global unterwegs, die all solche Produkte herstellen zum Analysieren, damit so wie beim Corona-Ausbruch, damit der Virus analysiert werden kann, damit wir die Gerätschaften dafür haben, damit die Serien hergestellt werden können. Die ganzen Geräte, die man dazu braucht und die ganze Kette, die es darum gibt, stellt dieses Unternehmen her. Und wie wichtig diese Gerätschaften sind, das haben wir in den letzten 2 Jahren gesehen. Und wir wissen ja auch, Corona wird uns ein Leben lang begleiten und mögliche andere Krankheiten werden auch noch kommen. Das heißt, die technischen Möglichkeiten zu analysieren, ziemlich schnell zu analysieren, um Produkte auf den Markt zu bringen, dafür braucht man Gerätschaften. Und genau das stellt Thermo Fisher in dem Gesundheitsbereich, im Chemiebereich, in der Pharmaindustrie, gekoppelt alles her. Und da zählt es zu den ganz Großen auf dieser Welt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das Unternehmen in den letzten 2 Jahrzehnten kontinuierlich von links unten nach rechts oben gestiegen ist mit einer sehr starken Dynamik. Und die Dynamik wird auch hier natürlich zunehmen, weil durch die Technisierung der Welt haben wir immer mehr Möglichkeiten. Da wächst auch unglaublich viel zusammen. Und davon wird dieses Unternehmen massiv profitieren. Wir haben jetzt den langfristigen Chart gesehen. Sie haben uns noch einen zweiten Chart mitgebracht und da sehen wir, dass es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Kursschwankungen gab. In diesem Jahr beispielsweise ging es bisher nach unten. Ist das jetzt aktuell eine ideale Einstiegschance? Ja, super. Thermo Fisher, weil das ja hat was mit Technologie natürlich auch zu tun. Ist kein Krankenversicherer, hat was mit Technologie zu tun. Deswegen ist sie in dem Bereich Wachstumswerte und im Wachstumswerte, da sind auch mal Schwankungen drin. Aber es geht von links unten nach rechts oben. Wir sehen ganz links unten den Kreis, das war die Corona-Krise, als sie ausbrach, das ging runter, ganz schnell wieder hoch. Und jetzt sehen wir ganz rechts den Kreis, dass die Aktie seit Anfang des Jahres mit der Börsenkorrektur korrigiert hat. Jetzt erholt sie sich langsam wieder und das wird natürlich die nächste Dynamik aufnehmen. Wer die Aktie noch nicht hat, sollte die jetzt ziemlich schnell kaufen, weil da ist unglaublich viel Potenzial in den nächsten Jahren. Denn wie gesagt, das ist auch eine übergeordnete Geschichte. Denn wenn wir von Gesundheit reden, brauchen wir Analyse-Tools, die so gut sind, dass wir eine effiziente Gesundheitsbegleitung bekommen. Das Geld dafür weltweit ist da, besonders in den Industriestaaten, wo wir eine sehr alte Gesellschaft haben, die ihr Lebenszeitalter verlängern möchten. Dafür braucht man viel Gesundheit und viel Analyse-Tools, um das einfach zu sagen, um diese Gesundheit zu erhalten. Und da fließt sehr, sehr viel Geld hinein. Und davon wird natürlich diese Firma massiv profitieren. Der Aktienkurs wird sich definitiv in den nächsten 24 Monaten verdoppeln. Das ist eine sehr defensive Schätzung, weil in 5 Wochen kommen Quartalzahlen, die werden wieder sehr gut ausfallen. Bei solchen Werten sollte man jede Korrektur, die es gibt, nutzen, um eine Aktie zuzukaufen oder, wie ich das in meinen Börsendiensten mache, solche Korrekturen nutzen, um Hebelprodukte dazu kaufen, um dann langfristig noch mehr Performance zu machen. Sagt Trendfolger Michael Poffe. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr. Bis demnächst. Das war unser aktueller Ausblick in die Welt der Megatrends. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.